Aber nichtsdestotrotz, diese Turnierkiste ist richtig fett. Also es wird eine neue Kiste geben. Alright, Leute, willkommen zum kleinen Update-Video zu Clash Royale. Es gibt neue offizielle Infos zu dem neuen Update, Content-Update, der bald rauskommt, hoffentlich Anfang Juli. Und zwar seht ihr es wahrscheinlich schon auf dem Bild und das ist Tournament. Tournaments ist Turniermodus, das heißt, wir können bald offizielle Turniere im Spiel zocken, muss man nichts mehr nebenbei organisieren im Clan oder so weiter. Und da gibt es jetzt satte neue Infos und bei diesen Infos muss man jetzt ein bisschen herauslesen, da kommen auf jeden Fall so einige Dinge dazu. Tournament-Modus wurde auf Facebook angekündigt und dann gab es auch auf deren offiziellen Blog ein paar Infos. Ihr seht schon ein kleines Bild, so sieht das Ganze aus, so wird es erstellt. Wichtig bei den Turnieren ist, es wird nach Turnierregeln gespielt. Das kennt ihr vielleicht aus Clan-Matches, aus Friendly-Matches, dass die Karten dort ein Level-Limit haben. Der Königssohn kann nur Level 9 haben. Die Legendaries können nur Level 1 haben. Seltene Karten sind auf Level 4 limitiert, beziehungsweise Epic-Karten sind auf Level 4 limitiert und so weiter. Auf jeden Fall gibt es ein Level-Cap. Es gibt nur diese Grenze. Jeder, der bessere Karten hat, hat keinen Vorteil. Jeder hat die gleiche Chancen, außer ihr habt die schlechteren Karten. Wenn ihr etwas geringeren Level habt, habt ihr natürlich ein bisschen Nachteil. Aber das sind gute Levels, die man gut erreichen kann. Ich glaube, Level 7 bei seltenen Einheiten ist mehr als machbar. Gerade wenn man das Spiel schon mehrere Monate spielt, kann man das sehr leicht erreichen. Auf jeden Fall wird es nach der Turnierregeln gespielt. Das Turnier ist dabei wie folgt aufgebaut. Da nicht jeder gleichzeitig online sein kann in dem Spiel, es sind ja unterschiedliche Zeiten, wo die Leute online sind, ist es mehr oder weniger wie das Matchmaking auch schon bei der Arena. Nur halt, dass die Leute sich innerhalb dieses Turniers gegenseitig matchmaken. Sprich, wenn 50 Leute drin sind und jemand drückt auf, ich will ein Turniermatch haben, dann guckt das Spiel, ob jemand anders gerade auch ein Turniermatch haben will und dann spielen die gegeneinander. Und dabei gibt es halt ein kleines Turnier-Leaderboard, abgekoppelt von dem Arena-Leaderboard, wo sich jeder gegenseitig battelt und der die meisten Trophäen hat, wird halt auf Platz 1 des Turniers stehen und 2 und so weiter. Wie die das noch managen wollen, dass nicht der Platz 1 immer gegen den Platz letzten spielt, wird wahrscheinlich genauso sein wie beim Matchmaking, dass es halt anhand des Trophäen guckt, so dass Platz 1 gegen Platz 2 die ganze Zeit spielt und halt immer wieder so ein Match stattfindet, bis jemand genug Trophäen hat oder beziehungsweise bis das Turnier zu Ende ist. Das Turnier hat einen Endzeitpunkt beziehungsweise ein Datum, wo die Zeit runterläuft und wenn das vorbei ist, wird halt der Gewinner entschieden. Das Beste daran ist, man muss seinen eigenen Clan nicht verlassen, um ein Turnier teilzunehmen. Das finde ich super. Der Clan zu verlassen ist immer nervig, man muss wieder in den Clan zurück, man muss anfragen und so weiter. Und indem man ein Turnier joinen kann, wo andere Leute drin sind, ich sag mal jetzt aus meiner Community, sind die Leute alle in diesem Turnier drin. Aus meinen 20 Clans, die ich aktuell habe, ich habe über 10 Community-Clans, können alle in dieses Turnier rein und dann könnten wir alle, die ganze Community in diesem Turnier einmal Battle machen und gucken, wer gewinnt. Die weiteren Infos ist dabei, um ein Turnier beizutreten, muss man nichts bezahlen. Kein Gold, keine Juwelen. Aber um ein Turnier zu erstellen, musst du Juwelen bezahlen. Was ich ein bisschen Kacke finde. Die Juwelen sind natürlich scheiße selten, die Gems. Und dass man Juwelen benutzen muss, um ein Turnier aufzumachen, um da teilzunehmen, ist natürlich schon eine kostenspielige Angelegenheit. Ich vermute mal, dass die Gems sich anhand des Plätze in dem Turnier orientieren wird. Das heißt, wenn man 200 Plätze hat, kostet es 1000 Gems, sage ich mal als Beispiel. Ich weiß es nicht. Und für 5 Leute kostet es 10 Gems oder so. Eine kleine Nummer. Die Gems, die man verwendet, um das Turnier zu eröffnen, sind aber nicht verloren. Die gehen nicht verschwunden. Das ist super Deutsch. Auf jeden Fall, die sind nicht verloren. Die Gems, die man investiert, geht in den Preispool rein. Das spricht, man bezahlt die Gems, um das Turnier zu erstellen. Und alle, die das Turnier spielen, kriegen dann anhand dieser Gems natürlich eine kleine Auszahlung, je nachdem, welchen Platz die haben. Dabei soll jeder dabei was gewinnen, der in der oberen Hälfte der Turnierliste ist. Sprich, sagen wir, bei 50 Plätze kriegen die ersten 25 einen kleinen Anteil an den, sag ich mal, Gems, die man investiert hat in das Turnier. Und jetzt kommt die neue Knack-Info dabei. Bei den Turnieren kann man sogenannte Tournament-Chests gewinnen, Turnierkisten. Das sind eine neue Art von Kisten. Und bei den größten Turnieren auf dieser Welt, das sind wahrscheinlich die Hardcore-Turniere, die mehrere 10.000 Gems kosten oder wahrscheinlich noch viel, viel mehr. In diesen Turnierkisten sind bis zu 15.000 Karten drin. Da steht hier drin. Wenn der erste Spieler das Turnier gewinnt, bei eines der größten Turniere, die es gibt, das sind wahrscheinlich richtig fette Turniere, vielleicht sogar offizielle Turniere, sind da 15.000 Karten drin. Und da jeder auf diesen Turnierregeln reitet, also jeder ist ja auf Level 9 unterwegs und so weiter, hat natürlich jeder eine sehr gute Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Selbst die Hardcore-Jammer, die werden von Level 13 auf Level 9 runtergehen und ihr müsst gegen Level 9er kämpfen. Also Level 9 gegen Level 9, falls ihr Level 9 seid. Und ich finde das cool, das ist saucool. Wenn man so ein richtig großes Turnier beitritt, dann kann man endlich mal zeigen, ob man wirklich drauf hat, ob die Gemmer nur ihren Platz verdient haben, indem die viel Geld ausgegeben haben, oder ob die wirklich Skill besitzen. Aber nichtsdestotrotz, diese Turnierkiste ist richtig fett. Also es wird eine neue Kiste geben. Ich weiß es nicht, ob es nur eine neue Kiste gibt oder es mehrere Turnierkisten gibt, aber ich weiß, da steht auch in den Infos, da, das markiere ich, man kann nur eine Turnierkiste gleichzeitig halten und die wird nicht den Platz belegen, die die 4 Hauptkisten haben.
Man hat ja 4 Plätze für die Kisten, ne? Und da kommen die ganzen Silber-Goldkisten rein. Und die Turnierkiste wird einen eigenen Platz dafür haben, die man aufmachen kann, wenn man etwas gewinnt. Also das würde heißen auf jeden Fall, dass man einen 5. Slot hat mit einer neuen Kiste, mit noch mehr Karten drin, mit noch Tournament-Regeln. Also dieses neue Update hört sich schon mal richtig fett an. Und das ist nur ein kleiner Teil des neuen Updates. Auf jeden Fall hört sich das neue Update ziemlich cool an. Ich hoffe nicht, dass Tournaments bzw. Turniere das einzige in dem Update ist, dass sie da die ganze Zeit investieren, um dieses Ding reinzubauen. Ich hoffe, da kommen noch viele weitere Dinge. Auf jeden Fall sind das schon mal die ersten Sneak Peeks zu dem neuen Update. Und das, ich vermute mal Anfang Juli, vielleicht Mitte Juli, spätestens Ende Juli sollte ein neues Update reinkommen. Aber wenn jetzt schon die Sneak Peeks rauskommt, ist ja schon im Mai-Update genauso gewesen. Da sind eine Woche vorher schon angefangen, haben die angefangen, die Bilder rauszuhauen, die Infos rauszuhauen. Und da kommt auf jeden Fall auf eine Menge auf uns zu. Und schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr dieses Turnier finden würdet und ob ihr natürlich Bock drauf hättet. Ich würde es auf jeden Fall ein Stanjana-Turnier machen. Kommt drauf an, wie teuer es ist. Wenn ich für 5 Spieler 5000 Gems ausgeben muss, dann vergisst es. Dann gibt es kein Turnier. Für 5 Spieler gebe ich keine 5000 Gems aus. Aber es wird sich zeigen. Ich denke mal, dass es nicht so krass teuer wird. Ein bisschen wird es schon kosten, denke ich mal. Das ist Supercell. Die wollen Geld verdienen. Die wollen unser Geld verdienen vor allen Dingen. Und die werden sehr viel Geld verdienen. Aber da werde ich auf jeden Fall ein Turnier machen. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr noch weitere Sneak Peeks sehen wollt. Wenn sobald die rauskommen, klickt hier oben rechts auf das i, findet ihr weitere Leaks und Gerüchte, die in den neuen Update drin reinkommen wollen. Aber das ist auf jeden Fall offiziell, kein Gerücht. Und ich sehe euch im nächsten Video und beziehungsweise schönen Sonntag noch. Morgen ist wieder Montag. Yeah. Auf jeden Fall, gebt mir Flosse. Flop.